So, hallo und herzlich willkommen hier aus Camp Lindford. Heute zu Gast ist der Ruben. Ruben. Hi. Was machen wir mit dem Ruben? Ja? Ja, das ist spannend. Der Ruben hat was gesehen, was wir gepostet haben. Ja. Und deswegen hat sich das Projekt Audi 90 verzögert. Ja. Ja, dann bin ich schuld. Also echt, also Arsch über mein Haupt. Ruben sagt, Emma, wir ziehen das zusammen durch. Ja, weil es war echt so geil. Also ich kann mich noch genau erinnern, wie du das erste Bild mir geschickt hattest. Mhm. Das hat mich total weggehauen. Und ich hatte ja gar kein Auto. Also ich habe ja so ein Audi Coupé gar nicht gehabt, so ein Typ 89. Deswegen habe ich gedacht, oh Mist, jetzt muss ich mal mit dir reden, muss ich mit Andreas mal reden, ob wir da nicht was zusammen machen können, weil da müsste ich mir dann schnellstmöglich ein Kfz als Basisfahrzeug besorgen. Also habe ich wieder für die Wirtschaft was getan. Absolut. Und, und deine Taschen leer gemacht. Das auch, aber das ist bei mir immer das gleiche Spiel, da muss ich ja nicht lange überlegen, dann geht es schon bei Mobile los und dann wird schon gesucht. Aber es war, muss ich sagen, aber da reden wir später bestimmt nochmal, es war nicht ganz so einfach, was Gutes zu finden, muss man sagen. Ja. Wir wollen das auf der Motto-Show in Essen wirklich als Ei vorstellen. Ja, genau. Ja. Und das ist jetzt, es hört schon weit an, Motorshow Essen, das ist ja, hui, das ist ja noch ewig. Aber jeder, der weiß, wie lange sowas dauert, das ist gar nicht mehr so lang. Und deswegen muss die Basis, da habe ich jetzt ein bisschen suchen müssen. Ja. Aber allein so eine vernünftige Lackierung dauert schon unnormal lange. Ja. Ja, wenn du das vernünftig lackierst, du musst füllern, 3 Tage stehen lassen am besten. Richtig. Ja, dann anschleifen, nochmal füllern, ja, dass er wirklich nichts absagt, etc. Weil viele lackieren auch schnell. 2 Wochen ist das Auto lackiert, aber dann kriegst du die Quittung. Ja, das siehst du dann oft auch bei den Autos. Ich meine, wir waren ja letztes Jahr auch auf der SIMA. Genau. Du siehst schon sehr, sehr gut, welche Autos, ich sag mal, mit wenig Liebe und welche mit viel Liebe im Vorfeld behandelt wurden. Da gibt es ja oft Autos, die sehen auf Fotos, wenn ihr die auf Fotos sieht, die sehen alle immer super aus. Mhm. Wenn ihr da von Meter rangeht, dann merkt man schon, heieiei, ist vielleicht doch nicht so optimal. Ne? Und wir wollen ja schon was Gescheites machen. Genau, du hast gesagt, wenn wir das machen, ziehen wir das vernünftig durch. Genau. Das muss ja natürlich auch, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Achso, irgendein Zuschauer von uns dich nicht kennen sollte, Die Mehrheit kennt mich wahrscheinlich und denkt, was ist das jetzt für einer da mit dem grünen Jäckchen, der das jetzt einfach erzählt. Also Ruben ist mein Name, jeder sagt immer du, also von daher Ruben. Und ich bin automäßig ein bisschen bescheuert. Also ich kaufe andauernd Autos und beruflich arbeite ich bei Audi. Ja, und habe deswegen natürlich einen relativ großen Bezug zur Marke Audi. Und da hat Andreas mit dem Auto, mit der Grafik mich total weggeflasht, muss ich sagen. Weil ich sagen muss, und deswegen finde ich das ein richtig geiles Projekt, dieses Auto, das hatte ich damals als Kind immer richtig cool gefunden und ist so ein bisschen, ich will jetzt sagen, in Vergessenheit geraten, weil es gibt eine treue Fanbase, also das will ich jetzt gar nicht sagen, es gibt eine treue Fanbase, aber so in der breiten Masse der typischen Tuning-Autos haben das viele wieder vergessen. Und ich sag mal, das ist für mich eine ideale Geschichte, dieses Auto nochmal ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu bringen. Ja, weil das hat extrem Potenzial, das hat echt extrem Potenzial. Wieso hattest du damals das Auto nicht? Ja, du, bei mir ist das ehrlich gesagt so eine Sache. Ich hatte immer 1000 Wünsche und hatte auch immer relativ viele Autos und man kann halt nicht alles haben. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Aber die waren teuer, ne? Damals war die unbezahlbar. Also, und jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt erschrocken so ein bisschen. Ich war jetzt so ein bisschen weg, was der Gebrauchtwagenmarkt so hergibt. So. Die sind auch gar nicht mehr so billig. Und früher waren die, also zu der Zeit waren die für mich unbezahlbar. Okay, ja, für mich auch. Ich habe immer geträumt, ich habe gedacht, okay, nur die Leute, die sehr viel Geld hatten so einen Audi 90 am Start. Ja, aber wie sind da jetzt drauf gekommen? Weil ich sag mal, das Auto ist ja, weil du das früher immer gern gehabt hast, oder? Auch, ja, also das war so mein Auto und das war ein Zufall, also Norman, der hat früher bei der Firma gearbeitet, die auch so ein bisschen Tuning anbietet. Mhm. Und er hat einen. Ja, ich habe das nicht gesehen. Wir haben ja eben kurz drüber gesprochen. Ne? Genau. Das war in dem Video, hast du ja schon mal, wo das Auto gescannt habt. Ne? Genau. Viele sagen dann immer, jetzt kommt da damit schon wieder. So ein bisschen breiter und Spoiler mag ich eigentlich auch schon auch ganz gern. Also von daher. Ich auch. Klar, es muss immer ein bisschen zum Auto passen. Also man kann das jetzt nicht bei jedem Auto machen, aber in der Mehrheit der Fälle bin ich schon auch eher so ein bisschen so auf die. Kann schon ein bisschen breiter sein. Aber habe ich jetzt eben richtig gesehen? Du bist mit dem Auto schon hier? Ja, bin ich. Also. Ich habe das Auto aber heute abgeholt. Das heißt,
Premiere. Ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig viele mitgefahren, weil ich habe es hier in der Nähe, also ganz in der Nähe nicht, aber doch eher im Norden gekauft. Mhm. Und ja, bin jetzt da. Cool. Warum haben wir den Rufen dazugeholt, ja, zu dem Projekt? Ja, nicht, dass wir nur sein Auto jetzt, sag mal, als das Projektauto nehmen, sondern auch, weil er die Erfahrung, der ist schon ein paar Tage bei Audi, du arbeitest ja nicht beim Audi Autohaus, sondern nee, bei Audi also, direkt. Ja genau, ich bin bei der Audi AG und arbeite in der Entwicklung, ja, und habe dort schon relativ viele Dinge natürlich mit begleiten dürfen. Ich meine, das ist für mich halt ein Traum. Ja. Also für mich ist, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr das bei mir eigentlich eins ist. Also ich trenne nicht Arbeit und Privat, das ist für mich eins, das ist meine Autoleidenschaft, die kann ich ausleben, die lebe ich bei meinen privaten Autos aus und die kann ich halt auch im Job ausleben und deswegen ist das halt eine ideale Kombination, ja, und ich meine, der ein oder andere von euch hatte vielleicht auch das Thema Pikes Peak, die Videos und so gesehen, die wir mit Jean-Pierre damals gemacht haben und wir sind schon alle, da bist du ja auch dabei, Leute, die halt das Thema Autoleidenschaft halt einfach leben, ne? Genau. Und da sind wir eigentlich noch genauso bescheuert, wie wir das vielleicht vor 20 Jahren waren. Mhm. Sind ein bisschen älter geworden, ne? Also die Haare, Bart ist bei mir schon wieder, wird schon grau, ist alles. Aber von dem, was mir gefällt und wie ich mit den Autos umgehe, ist eigentlich genauso wie früher. Ich sag mal, wenn du diese Tuning-Geschichte im Herzen hast, ich glaube, wenn wir irgendwann 65, 70 sind, ja, glaub ihr, wir sitzen irgendwo an der Werkstattschraube. Ja. Es gibt da so einen gewissen Grundgeschmack, der ist auch eingeprägt. Das, was man früher cool fand und sich vielleicht nicht leisten konnte, zum Beispiel das Auto oder halt eine ganz spezielle Felge, was einem früher immer so, wo man immer davon geträumt hat. Ja. Im Hirn hat sich das eingeprägt, da sind dann halt so gewisse Dinge entstanden, die findet man heute noch genauso geil. Und heute hat man halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle finanziell die eine Möglichkeit, man hat zwar ein bisschen weniger Zeit, aber man kann sich dann eher sowas leisten und die Leidenschaft ist noch genau die gleiche. Ist so. Also da kriegen wir was Geiles hin, bin ich 100% davon überzeugt. Genau. Also es soll halt trotzdem, vielleicht zur Einordnung, weil ich jetzt fragt, was soll das sein, es soll jetzt schon noch eher straßenorientiert sein, also jetzt nicht sowas, was total abgedreht ist, weil ich selbst halt jemand bin, das ist halt auch so ein bisschen tief in mir drin, ich bin jemand, der liebt Autos, weil ich Autofahren liebe und ich sage mal, ich habe keines meiner Autos, ist so ein reines, ich stelle mir das ins Wohnzimmer oder was weiß ich wohin und sage, es ist nur zum Anschauen. Ein Auto ist ein Fahrgegenstand, deswegen muss das in Summe halt trotzdem fahren irgendwie. Ja. Das beachten wir eigentlich immer. Ja. Viele haben gesagt, auch bei Nissan Navara oder hier bei der X-Klasse, was wir gebaut haben, diese Breitbauten, ja, bei den Pickups, ist, ja, es könnte ein bisschen breiter und so weiter. Ja. Aber in den USA, ja, 100%, ich gebe dir recht, die Straßen sind anders, die Parkplätze sind anders. Ja, also ich sag mal, bestimmte Autos darfst du nicht zu breit machen, weil dann passt du wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr großer Nachteil. Ja. Also was ihr macht, ist ja Premium, einen Premium-Anspruch an die Tuning-Teile zu bringen. Das muss ja am Ende alles mit TÜV sein. Genau. Ne? Und also das wird vom TÜV abgesegnet, das wird keine Sonderabnahme oder, ja, dass man Kopfschmerzen beim TÜV hat, sondern einfach, du bekommst einen Zettel, gehst zum TÜV, gehst du eingetragen, genau. Fertig. Wir sieht natürlich extrem aus, ja, wenn man jetzt, ich sag mal, so ein Ferrari jetzt, ja, die haben 50 Vergleich unseren und von dem Mitbewerber, der sieht extrem aus, nur der fährt von Anhänger zu Anhänger, ja, und unser kannst du ja, ich sag mal, auch bei 320 fahren. Ja, ja. Und das ist wirklich eine Sache, ich meine, wenn man jetzt aus der Entwicklerbrille sich das anschaut und ihr weiß, was die Automobilhersteller, egal wie die jetzt heißen, für ein Know-how in die Grundauslegung des Autos bringen, dort muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen Schmerzen, wenn ich dann sehe, dass die Längsträger weggeschnitten werden müssen, weil das kann nicht dauerhaft im Sinne des Erfinders sein. Ich bin ein bisschen neugierig. Können wir mal Bestandsaufnahme draußen machen? Bestandsaufnahme? Ja, machen wir. Bestandsaufnahme. Okay, let's go. So. Geh du vor, ich folge dir. Du warst noch nie bei mir, ne? Nein. Aber das hast du echt, ja, muss ich sagen, also das kann man, also ich würde hier einziehen. Also wenn hier so eine Wohnung, also das, den Bereich, da würde ich also als Wohnzimmer, so. Nur Wohnzimmer. Ja, das ist aber als Loft. Also, okay. Dann können wir dich sogar ein Auto hinstellen? Ja, haben wir vor. Im Prinzip durch das Fenster kannst du durch den Lift Auto hier reinfahren. Wäre kein Problem. Aber wir brauchen den Platz, weil wir uns immer wieder weiterentwickeln und wachsen. Ja. Ja. Komm, okay. Das Auto ist einfach, komm, deswegen fahr rein. Schau mal, da blinkt fort. Was ist los? Das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich Sonne bestellt, aber
Sollen wir vielleicht das Auto reinfahren? Ja, ich glaube, es ist besser, oder? Ja, ich glaube auch. Du machst Tor auf? Nee. Ich mach Tor auf und du fährst rein? Ja. Alles ja. klar, komm schnell. Hört sich schon nach Böse an. Was ist das für einer? Pass auf, das ist. Das ist ein ursprüngliches V6 Quattro. Also, pass auf, ich muss gleich einen Satz vorweg sagen. Ich wollte halt unbedingt ein Quattro haben. Ja. Weil ich eine gewisse Leistung halt fahren will. Ne? Das soll jetzt kein Ultra Mega Monster. Es gibt 15 Länder auf dieser Welt, die haben mehr Leistung dann. Aber ich wollte halt. Tag! Guten Tag! Kann ich hier parken bleiben? Oh, das ist doch super. Parkuhr einstellen! Das kriegst du Strafzettel von mir! Also eigentlich in dem ersten Video habe ich gesagt, wir würden kein Auto, was wirklich picobello Zustand ist, umbauen, aber das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus. Ja. Wissen die Leute denn schon? Also bei uns im Video wissen sie noch nicht, was passiert. Nein, also hier wissen sie es schon. Hier wissen wir es schon. Also gut, jetzt haben wir es nicht so wirklich erklärt, wie das, was da passiert. Aber man hat schon gesehen, was kommt? Nein, das Bild haben wir noch nicht gesehen. Wir haben noch nicht das Bild gesehen. Wir haben nur das Auto gesehen. Gut. Ich höre erst mal zu. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen immer. Soll ich was sagen? Ja, Guck mal, das ist Puller. Darf ich das sagen? Ja, klar. Das sieht aus wie eine Kopfzweiflung von euch. Also der ist nur hier. Aber mir ging es jetzt gar nicht so um die PS-Zahl. Jetzt nee, ist auch wirklich so. Das ist jetzt ehrlich gesagt, das ist mir Banane, weil der Anspruch ist ja nicht, sagen wir, den leistungsstärksten 15er zu bauen, sondern ich wollte halt, natürlich braucht man der Optik, die wir dann später sehen, eine gewisse Mindestmotorisierung, aber ob das, ja, also aber ob das jetzt 500, 600 PS sind, das ist ja wurscht, ehrlich gesagt. Also das ist ja, willst du noch was verändern am Motor? Ja, ich gucke mir das jetzt mal an, wie ich happy damit bin und dann... Ich kann euch sagen, es ist nie so, dass ich nichts verändere. Also ich verändere immer irgendwas. Ja. Ne, Belzec, ich seh gerade 82er 5 Bohrung. Breitbau. Ein Breitbaukolben. Quasi fährt der Whitebodykolben. Und der normale genau. Umsatz für dich. Der fährt Whitebodykolben, ganz genau. Und der fährt Stahlbläu. Ja. Okay. Und genau. Aber sieht gut aus. Müssen wir mal fahren? Ja, 2 Kilometer, 3 Kilometer. So richtig gefahren bin ich noch nicht. Und das sind auch keine Profi. Nee. Auf Vertrauensbasis. Ich bin ein vertrauensseliger Mensch. Natürlich. Aber wo liegt denn ein originaler S2 im Moment? Ein halbwegs ordentlicher Zustand geht ab 22, 23 los. Es gibt aber welche, die wollen 35. Mhm. Also es geht ab 20 los und dann geht es bis, ich sag mal, auf... Also, wir hatten auch einen angeboten bekommen per Mail für 40 wollte der, ne? Ja, es gibt S2. Halt, die wollen teilweise, sind die utopisch. Also, wobei die Preise auch nicht bezahlt werden, ehrlich gesagt. Nein. In Spanien oder so kriegst du nochmal vielleicht ein bisschen billigere. Die haben dann oft das Problem, dass die Innenausstattung und der Lack ganz durch die Sonneneinstrahlung ein Problem hat. Die sind Rostmäßig, finde ich super. Aber die Interieurteile, die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Ne? Nee, mein RS4, der RB5, ist ja ein Spanier. Mhm. Und da bin ich auch geil. Also Schweden und Spanien bin ich erstmal geheilt. Das ist auch nicht, glaub, nicht böse gemeint, aber in Deutschland ist es halt leider wirklich so, dass da ein extrem perfektionistisches Verhalten an den Tag gelegt wird. Und jetzt muss man nicht auch noch sagen, jetzt ist bei dir das ja nochmal eine andere Nummer. Ich meine, du hast ja von deinem Unternehmen, du hast ja alle Ressourcen, die du an so ein Auto reinstecken kannst, damit es wieder läuft. Ich selbst... Ich sag mal, ich muss mir ein Auto kaufen, was halbwegs von der Basis schon so ist, dass es halt halbwegs. Stimmt, die Audi AG ist auch echt Knallladen geworden. Ja, aber ich kann nicht meine Autos bei die Audi AG bringen. Das ist ja privat. Okay. Ja. Ich würde aber gerne den. Ihr habt noch nichts gezeigt bei euch, ne? Nein, am Rechner nicht. Okay. Weil der Grund, warum ich auch hier stehe, weil ich mich auch sehr verknallt habe. Und so kam ja dieses Gestirn. Ich glaube, wir hatten es noch vorher gesehen, ne? Bevor er es gesehen hat. Ja. Und da hat ja, das war ja bei uns im Video schon mal zu sehen, wo ich ja gesagt habe, dass manche Sachen meiner Meinung nach nicht, meine Meinung einfach, nicht ganz Audi-stilistisch konform sind. Aha. Die manche Linien sind meiner Meinung nach nicht, die sind Breitbau und die sind auch cool. Aber die sind vom Stil her, von der Linienführung, meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Und dann gehen wir am Rechner und dann zeigst du mir die. Ja. Und wir machen noch eine Version. Gibt's die nicht sogar schon?
Es gibt was, was. Ich hab schon was in Auftrag gegeben, was du nicht mögen wirst. Oh. Es ist ja nicht mein Auto. Ja, aber ich bin nur Zaungast. Ich weiß, was du sagen willst. Er hat bestimmt 100%. Ah, da bin ich mir ganz sicher. Ein Fahrradgepäckträger hinten gedacht gemacht. Ohne Anhängerkupplung. Wir gehen hoch, los geht's. Wobei, was ich halt cooler finde, ehrlich gesagt, ist, ich will auf jeden Fall den Frontgrill haben, weil das, wenn du von vorne guckst, das Auto durch die horizontale Betonung breiter wirkt. Mhm. Dieser Plakettengrill, den mein Auto jetzt momentan drauf hat, ist einfach zu. Das macht das Auto schmal. Ohne Prozent von vorne guckst. Deswegen mag ich die Front eigentlich lieber. Das sieht natürlich hart gut aus. Und das ist, was ich meine. Dadurch, dass du quasi hier eine Linie hast, wirkt das Auto breiter. Ja. Ja, darf ich mal näher an den Bildschirm? Wir tauschen einmal. Ich sehe, du hast zwei Versionen, ne? Du hast einmal eine breitere mit dem Ansatz hier in dem Seitenteil und einmal ohne, ne? Und da hast du schon was gesehen, was du eigentlich... Was ich eigentlich... Ist das ein Schopier? Ich sehe schon, ja. Was denkst du darüber? Ja, ich denke darüber, dass das aus der Zeit schon zeitgenössisch ist. Ne, ist natürlich Hard Sierra. Ja, und deswegen hatte ich es auch genau gemacht oder wollte ich es unbedingt haben, weil ich dieses Auto, diesen Escort Cosmos oder den Sierra geliebt habe. Mhm. Und ich bin jetzt ein bisschen Spoiler-Typ, ne? Die C-Säule und B-Säule sind sehr stark einfallend. Mhm. Das ist doll zu sehen bei der Aufsicht. Siehst du das? Mhm. Der Spoiler wird nachher wirken wie so ein Wegwerfgriff, weil er ja gar nicht wirklich was zu tun hat mit der Breite der Karosserie. Weil auf diesem Bild, cool, weil du nicht spürst, wie viel er schmaler ist. Aber so sieht er schon fett aus. Ja, das sieht auf jeden Fall fett aus. Und es wäre auch, finde ich, nicht störend. Ja. Ne, weil es ist ja schon aus der Zeit. Es gibt schon viele, die sagen, das Auto, der passt jetzt nicht zu dem Typ Auto, aber ehrlich gesagt, ich finde, erlaubt ist, was gefällt. Und bei mir ist halt, ich finde, er zeitgemäßig ist. Ist ja beim Golf 2 das Gleiche. Ja. Ist ja auch, wir mischen ja zwei Marken, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und du stehst davor und sagst ja trotzdem irgendwie, ja. Geil. Ja. Irgendwie geil. Ja. Also, ja, finde ich okay. Also, ich würde es natürlich nicht machen. Echt nicht? Ich hätte es gedacht, ich würde es auch machen. Ich würde die Variante nehmen von der Breite, wie der schmalere ist. Mhm. Und würde mir diese Ausbeulung klemmen. Mhm. Dann müssen wir gucken, wie das ohne Rundung aussehen würde. Ja, das kann ich mir jetzt, das müssen wir uns mal anschauen. So. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Auto. Da siehst du, jetzt ist die Rundung fast weg. Das erkennst du hier an der Seite, siehst du das? Mhm. Also die ist... Aber ich finde, was ich immer finde, ist, das Design muss so perfekt sein, dass ich mir nicht ein Bild aussuche. Weiß nicht, gut aus dem Aber Fall. Guck, wie das aussieht. Guck mal. Ich komme hier wirklich vor drei Junkies vorm Rechner. Das ist doch nicht normal. Guck mal, wie das aussieht. Und der eine will mehr Breite, mehr Spoiler. Und der andere so, ich will ja ein bisschen weniger machen. Nein, wir brauchen mehr Breite. Aus der Felgen nehmen wir eigentlich. Ach, scheiß auf die Felgen. Wir brauchen mehr Kurbel. Und dann kommt der dritte Ecke. Wir sollten noch einen doppelstöckigen Spoiler drauf machen. Ja. Also wir wollen nicht ein anderes Auto erschaffen. Wir wollen ein bisschen... Natürlich von Audi auch übernehmen, dass er mal, auch ob die Leisten, hier ist natürlich ohne den großen Lufterlass. Ja. Wir haben Dings hier, das sind verschiedene Versionen. Also kannst du mir den Winkel mal mit Lufterlass zeigen? Mhm. Boah. Zeig nur mal von der... Achso, das ist, guck mal, das die ist... Die Geräuschkulisse ist einfach herrlich. Da. So, ja. Das soll nicht so ein extra Widebody, wie ich die bei anderen Autos einbaue, das soll nur die Mini-Wölbung vom Audi übernommen worden. Wenn Andreas sagt, Mini-Wölbung. Ja, dezent. Was hast du da? 12 cm pro Seite, ne? Ehrlich? 14. Nein. 6, 7. Ich würde hinten vielleicht so 7 machen und vorne aber wirklich maximal 4. Ja. ist also pro Kotflügel, ne? Das ist. Ja, ich sag, aber also, ich weiß, du bist durch. Ich bin, aber sowas von. Du hast schon den Planeten Vorkommen verlassen. Ja. Ich verstehe das, aber ein Audi, so wie er da ist, als S2 oder als Audi Coupé, ich bin der Meinung, wenn man das Gefühl von macht, dass das besser ist, ich glaube. Ja. Hey, ich will dir gar nicht widersprechen. Der Weg ist einfach nur so, ja, halt's Maul. Aber guck mal, nein, ich frage, das, was wir machen könnten, wenn du morgen in der Firma bist,
Welche Kannst Firma? Ich oder Audi AG? Ja, Audi AG. Da kannst du vielleicht die Audi-Designer fragen, was die davon halten. Das können wir jetzt. Ja, das machen wir natürlich. Also, warte. Wir rufen jetzt an. Wie viel Uhr hat der? Unser komplett durcher Freund. Ja, der hat nachts. Aber der Andi wäre jetzt 16:34. Andi Minder. Aber mach Video. Du musst ja eine Veränderung sehen. Wir nehmen Telefonjoker. Gefühl. Ich habe doch Gefühle. Wenn ich das sehe, habe ich Gefühle. Oder sollen wir Marc anrufen? Sie sind verbunden. Heute ist nicht unser Tag. Nicht. Also, sind wir uns einig, ich mach mal breit, oder? Genau. Du hast deine Chance. Also mehr Telefonjoker? Nee, also wir sind hier nicht beim Warte, Video. Wen haben wir denn noch? Mietja. Obwohl dein! Der Mietja ist. Der ist volles Rohr. Der Mietja sagt Reiter. Mietja Borka. Der Lamborghini-Chefdesigner. Oh, okay. Der ist wieder in eurem Lager. Ich ruf dich in einer Stunde an. Na, Mietja, wir sind live. Jean-Pierre ist hier, du bist gerade im Video. Du kannst jetzt nicht aufhören. Du musst jetzt 2 Minuten musst jetzt einer wertvollen Designerzeit mir zur Verfügung stellen. Pass auf, hier Jean-Pierre, hi. Bist du hast du eine Minute? Ja, natürlich hat er eine Minute. Wir reden hier über Budget und mein Kollege guckt total ernst, aber egal, für euch. Aber wir machen es umsonst. Das genau, hier ist umsonst. Pass auf, ein Audi Coupé, ja? Ja. Audi Coupé, wie damals Audi S2 Coupé. Die Jungs wollen gerade einen Breitbau machen. Und jetzt kennst du diese Rocket Bunny Kotflügel, wo du den Kotflügel so spannst in einer Linie? Na, wie so eine Extremverbreiterung, ja. Genau, so eine Extremverbreiterung. Würdest du... Hobby-Dick-mäßig, oder? Exakt, genau. Also eine relativ gespannte Außenfläche ohne eine extra Auswölbung, wie ein Standard-Kotflügel das hat. Ja. Würdest du in diese gespannte Fläche noch eine extra Wölbung für einen Kotflügel machen? So wie es auch... Ja, so einen kleinen Muskel... Jawohl! Ich schick dir jetzt eben ein Bild per WhatsApp, okay, warte. Aber das ist, die Wölbung ist einfach vom Audi Original übernommen, plus die Verbreiterung. Ja. Ja, nur zur Information. Also, ich glaube, so ein kleines, das würde ich schon machen, ja. Okay, du hast gerade ein Bild bekommen aufs Handy, guck mal bitte eben. Warte, dauert ein bisschen, hier ist wir sind in Kamp Lindford, hier ist kein Internet. Ja, hallo? Ah. Warte, ich muss die Angst fest. Satelliten. Nette, Jean-Pierre schickt gerade noch. Es ist noch auf dem Weg. Das ist eher so eine. Ich mach's Fenster auf. Ist nicht so eine Eilsendung. Jetzt müssen wir es haben. Ja, hat er. Jetzt hast du es, jetzt hast du ja. Also, du meinst den Radius von der Kotflügelwölbung ein bisschen weicher. Aber nicht so ganz flach, oder? Du würdest schon so eine Wölbung machen. Nein, ist doch gut so. Ha! Jetzt muss ich dazu hören. Ja, Mietja, ich hab die Nummer gelöscht, ne? Wir sehen uns im nächsten Leben. Wir müssen mal wieder vorbeikommen, ja? Machen wir. Müssen wir. Ja, aber wenn ich mal was sagen darf, das sieht cool aus, was ich jetzt sehe, ja? Das sieht cool aus. Mach's gut, bis bald, jo. Ciao. 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 Also solche Zeichnen können wir alles. Ne? Dann würde ich eine Version machen. Wir gehen nochmal hier in die 5. Mhm. Dann würde ich eine Version machen, die einen Tick mehr Licht fängt, hier einen Tick mehr Schulter hat und das Ding hier komplett weg. Fast eliminiert. Fast, ja. Aber trotzdem diese Spannung hat. Ja. Das würde ich mal probieren. Ganz ehrlich, es wird gut aussehen. Guck mal, das warte mal. Gleich mal das zeigen, mal eben bitte. Findest du das nicht geil so? Jetzt stell dir mal vor, man würde das applizieren, also da geht mir die Hose auf. Man würde diesen Stil jetzt auf den Audi S2 unten bekommen. Da geht mir die Hose auf. Dein Argument verstehe ich. Das Einzige war nur den Image zu gescrollt, da stellen wir zu schmal. Da war eben einer so ein schmaler dabei, ne? Der war zu schmal. Schmal. Nein, das ist schmal. Die Breite ist schmal. Ich finde bei dem Projekt, wenn wir schon so ein Monsterprojekt bauen, dass, wenn das jeder sieht, das sagt nicht, ach, das ist der S2-Umbau oder was weiß ich was Umbau, sondern einfach Prior. Ja, okay. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Audi-Coupé-Fahrer der Kick ist.
Und das ist geil. Also wenn das kostenmäßig geil im Rahmen ist, ist das fett. Ja. Und das ist, wenn das mit TÜV ist, brutal. Kommt, also das wird alles TÜV geprüft und so weiter. Wir werden natürlich alles aufnehmen. Was für Rädergrößen willst du fahren? Das ist eine gute Frage. Da habe ich mich schon intensiv mit beschäftigt, aber ich bin mir nicht zu 100% schlüssig. Was ich auf keinen Fall will, also das soll nicht ein Auto sein, was jetzt nur abgelegt gut aussieht. Weil ja. Ich bin halt eher so ein Racing-Typ. Das heißt, das Auto soll quasi wie ein Rennauto von der Trimlage mehr oder minder stehen. Und wenn auch nicht rauf und runter, nein, der soll einfach, ich will ein statisches Gewindefahrwerk ordentlich fahren. Was brauchen wir? Ganz dringend die Felgen. Ja, die Felgen. Die Felgen oder eine Felge. Eine Felge. Ja. Zwei. Vorne hin. Genau. Ich habe mir Dinge vorgenommen. Ich fahre nicht mehr wirklich so. 11,5 ist schon krass. Breit. Ich meine, böse. Ja, ich weiß. Mache ich lieber eine kleinere ET, ich habe ET-10, aber Chef ist ich fahre wirklich nicht links hier. Weil ich möchte auch mit dem Auto fahren. Ist ja auch TÜV weniger Stress. Auch. Alles, was ins Minus geht, ist sowieso Katastrophe. Ja, TÜV. Aber ich möchte auch Autos verkaufen oder Bodykits verkaufen, wo der Kunde sagt, ich fahre nicht nur auf den Hänger, ich fahre zum Treffen und den Hänger runter. Das ist Schwachsinn. Ja. Ich möchte, dass du auch in sicher mit dem Auto fährst. Ja. Ihr berichtet mir gleich, weil wir müssen wieder weiter. Ich lasse euch jetzt schön in Ruhe. Ich bin gespannt, was ihr gleich erzählt, was ihr macht. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Okay. In dem Video, die Kamera dort, genau. Geht das Gespräch jetzt weiter. Weißt du, was ich sagen würde? Ja. Wir machen jetzt einen Cut bei der ganzen Geschichte. Ja. Weil, Norm, wie viel haben wir aufgenommen bei dem Video? 55 Minuten. Wir machen bestimmt zwei Teile draus. Dann sagen wir jetzt mal an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, war echt super. Danke auch nochmal dir, Andreas. Es war mir eine Freude, wie immer mit dir. Also echt. Danke. Und ich finde das Auto echt, also wenn ich das jedes Mal sehe, da kriege ich, also ich bin schon teilweise gar nicht mehr so bei der Sache, weil ich die ganze Zeit auf diese Bilder gucke. Also von daher hast du mich schon gut angefixt. Sehr schön, sehr schön. Freut mich sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und schöne Grüße aus Kamenfurt an alle. Ciao.